Wir werden dieses Gleichungssystem grafisch und algebraisch lösen. Zuerst grafisch. Wenn wir in dieser ersten Gleichung x durch 0 ersetzen, so erhalten wir für y 4 Drittel. Wir werden versuchen, die Werte besser zu wählen, um die Brüche zu vermeiden. Wenn wir zum Beispiel in der ersten Gleichung x durch minus 1 ersetzen, so erhalten wir hier minus 2. Wir setzen diese minus 2 rechts vom Gleichheitszeichen. Dort wird sie zu plus 2 und die Gleichung ist dann 3y gleich 4 plus 2, also 6, woraus wir schließen, dass y 2 ist. Der Punkt mit Koordinate minus 1, 2 gehört also zu dieser ersten Geraden. Da ist dieser Punkt. Wenn wir x durch 2 ersetzen, so erhalten wir hier 4, rechts steht aber auch 4 und demzufolge muss y gleich 0 sein. Der Punkt mit Koordinate 2, 0 gehört ebenfalls zu dieser ersten Geraden. Da wir zwei Punkte gefunden haben, können wir diese Gerade zeichnen. Die Koordinate von jedem Punkt dieser Geraden erfüllt diese erste Gleichung. Jetzt die zweite. Wenn wir in dieser zweiten Gleichung x durch 1 ersetzen, dann finden wir für y minus 4. Der Punkt mit Koordinate 1 minus 4 gehört also zu dieser zweiten Geraden. Jetzt ersetzen wir noch x durch minus 1 und finden so für y minus 5. Daher der zweite Punkt dieser Geraden mit Koordinaten minus 1, minus 5. Die Koordinate von jedem Punkt dieser Geraden erfüllt diese zweite Gleichung. Die Koordinate vom Schnittpunkt der beiden Geraden erfüllt beide Gleichungen, also muss die Koordinate hier 5 minus 2 von diesem Schnittpunkt die Lösung von diesem Gleichungssystem sein. Jetzt algebraisch. Wir machen Folgendes. Wenn wir die erste Gleichung mit 2 multiplizieren und die zweite Gleichung mit minus 2 multiplizieren, so erhalten wir als Vorzahlen von y 6 und minus 6. Hinterher werden wir also die Gleichungen addieren. Dann wird y verschwinden. Also, wir multiplizieren die erste mit minus 2, so erhalten wir diese Gleichung. Und wir multiplizieren die zweite mit 3, so erhalten wir diese Gleichung. Diese zwei Gleichungen werden addiert. So finden wir 4x plus 3x, das macht 7x. 6y minus 6y, das macht 0. Deshalb haben wir die 2 und die 3 gewählt. Und 8 plus 27 macht 35. Somit finden wir also für x 35 Siebtel, das heißt 5. Jetzt können wir zum Beispiel in dieser Gleichung x durch 5 ersetzen, so finden wir, dass 2y gleich minus 4 ist, also ist y minus 4 geteilt durch 2, das heißt minus 2. Algebraisch finden wir als Lösung das Zahlenpaar 5 minus 2. Und diese Lösung stimmt selbstverständlich mit der Lösung der geometrischen Methode überein.